Wir sind hier im Korb, im Ortsteil Korb. Wir sind alarmiert worden zu einem Zimmerbrand auf dem Dach. Dachbrand an einer Neubaubaustelle. Also wir mussten zuerst mal einen Weg hochzufinden. Das ging jetzt nur übers außenliegende Treppenhaus, beziehungsweise über das Baugerüst konnten wir hoch. Wir haben dann oben eine Dachverwahrung quasi in Entstehungsbrand gehabt. Haben wir einen Löschangriff vorbereitet, zuerst mit Kleinlöschgerät und dann ein C-Rohr vorgenommen und sind jetzt gerade dabei, quasi die Dachhaut aufzumachen und da reinzugucken und die Stelle abzulöschen, wo es da drin gebrannt hat. Und mal kontrollieren, wie weit sich das nach innen reingezogen hat, das Ganze. In dem Moment ist einfach die Zugänglichkeit, weil man einfach an das Gebäude schlecht rankommt, zugänglich nur übers Gerüst. In dem Fall jetzt ganz geschickt, dass wir noch das Gerüst haben, weil sonst würde man gar nicht hinkommen. Aber es ist halt ein bisschen umständlich, da erstmal hochzukommen. Ja. Ich schätze mal, über 24 Leute sind wir momentan da. Ja, wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie weit sich das Feuer da drin ausgebreitet hat, wie weit man die Dachhaut aufmachen müssen. Und davon hängt es dann ab, wie lang es noch geht. Wir haben jetzt mal die Löschwasserversorgung sichergestellt soweit. Also da sind wir vorbereitet. Wir haben mal die Hauptstraße momentan mal gesperrt, weil da der Bus durchfährt, dass da keine Komplikationen gibt. Und ja, jetzt müssen einfach gucken, wie es sich innen drinnen weiterentwickelt hat. Also das ist jetzt keine riesengroße Einsatzstelle, aber es könnte sich ein bisschen die Länge ziehen, wenn man nicht weiß, wo das Feuer hingewandert ist. Das müssen wir uns einfach kontrollieren.